Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Kristall Nuzlocke Challenge. Das letzte Mal wurden wir ja hier vom Professor, von Hagrid, wie man den jetzt auch nennen will, gerufen. Und ja, gehen wir doch mal rein und gucken mal, was er so will. Hallo. Ich höre, dass hier ein Pokémon gestohlen worden sei. Ich habe von Professor Lind einige Informationen erhalten. Bei Dieb handelt es sich um einen jungen Mann mit langen roten Haaren. Wie? Du hast gegen einen solchen Trainer gekämpft? Hat er dir auch seinen Namen genannt? Ja, hat er, in der Tat. Denn er hieß Penis. So. Okay, sein Name war also Penis. Danke, dass du mir bei den Ermittlungen geholfen hast. Ja, und wie geht's dir jetzt? Saminka, es ist schrecklich. Oh, was hat Mr. Pokémon denn groß entdeckt? Professor Saminka übergibt Professor Lind das Rätselei. Das hier? Aber ist das auch ein Pokémon-Ei? Falls ja, dann ist es in der Tat eine große Entdeckung. Wie? Professor Eich hat dir einen Pokédex gegeben? Saminka, ist das wahr? Das ist ja unglaublich. Kein anderer ist wie er in der Lage, das wahre Potenzial des Trainers zu erkennen. Wow, Saminka, es ist vielleicht deine Bestimmung, der Champ zu werden. Es sieht auch so aus, als könntest du hervorragend mit Pokémon umgehen. Und meine Stimme stirbt langsam ab. Du sollst die Herausforderung der Pokémon-Arena annehmen. Die nächste Pokémon-Arena befindet sich in Viola. Saminka, der Weg zum Ruhm ist lang und beschwerlich. Bevor du losziehst, solltest du mit deiner Mama sprechen. Oh. Diese Stimme. Hallo, gibst du mir Pokéball? Saminka, benutzt du diese auf deiner Pokédex-Reise? Ja. Danke. Auf den ersten zwei Routen darf ich zwar nichts fangen, aber... Ja, ich muss fangen. Ja. Das wird gleich nochmal gezeigt, glaube ich. So. Wir sollen ja mit Mama reden. Hallo, Mama. Das ist ein niedliches Pokémon. Wo hast du es her? Du beginnst also ein Abenteuer. Okay, auch ich werde dir helfen. Aber was kann ich für dich tun? Ich weiß, ich werde für dich sparen. Auf einer langen Reise ist Geld sehr wichtig. Soll ich dein Geld sparen? Ja, mach ruhig. Okay, ich verwalte deine Ersparnisse. Sei auf der Hut. Pokémon sind deine Kameraden. Ihr müsst als Team auftreten. Also macht's gut. Wow. Die Überredungsarbeit, die wir leisten mussten, war überwältigend schwer. Jo, Saminka. Ich habe gehört, Professor Lind hat neue Pokémon entdeckt. Na, kommt jetzt jemand an und will zeigen... Ja, ich wusste es doch. Ich habe dich schon mehrmals gesehen. Wie viele Pokémon hast du gefangen? Soll ich jetzt... Nein. Oh, in Ordnung. Egal, wenn du viele Pokémon fangen möchtest, musst du weite Wege gehen. Wow! Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass man hier einfach mal sagen kann, nee, ich will nicht, dass du mir beibringst, wie ein Pokémon fängt. Ist mein Dings geheilt? Mein Kopek. Ja. Deckel. Und Deckel. Level 9 müsste drin sein. Komm schon. Geht doch. Yep, Level 9. So, weiter werde ich jetzt nicht trainieren, sonst wird es schwer mit dem Fangen. Es kommen ja auch noch Trainerkämpfe. Wieso? Flucht. Und ich muss kurz... Ja, das wollte ich. Okay.
Hallo Taubsi. Gegen dich will ich aber nicht kämpfen. So. Noch einmal schnell Buko Center heilen. So. Wie schön ist wie immer mit der Speed-Taste. Und noch ein paar Pokébälle kaufen, man weiß ja nie. Was anderes hat er hier ja nicht, was ich kaufen darf. Also. Oh. So viel Geld habe ich doch nicht. 12 müssen reichen erstmal. So. Dann mal Richtung Norden. Wo ganz viele Pokémon im Gras rumlauern. Hallo Taubsi. Obwohl, es ist so eine Feuerattacke wie Glut, das wäre doch ganz nice. Aber da kommt jetzt eh erstmal Joey, oder? Je, macht das Kämpfen Spaß. Hallo, bist du Joey? Ich habe verloren, ich versuche mehr Pokémon zu finden. Halt, sie sieht schwach aus. Los, lass uns kämpfen. Danke. Joey. Nein, Julian. Guess wo anscheinend nur in Gold und Silber sind, Joey. Schade. Wo heißt der Julian im Deutschen? Kann sein. Auf jeden Fall hat er einen Radfratz. Und ist kein gewöhnliches Radfratz. Also es ist ein Bodybuilder-Radfratz. So. Das jetzt tot ist. Ah, wieder verloren, Mist. Du willst zumindest nicht meine Nummer haben. Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Da musst du kämpfen. Burkhard. Und er hat einen Taubsi. Ich habe jetzt gerade nicht nachgeguckt, wie viele Pokémon er denn hat. Aber besonders stark sind die jetzt hier nicht. Bams. Ah, der hat noch ein zweites. Er hat noch einen Radfratz. Das mit 3 Tackle auch tot ist. Dein scheiß Rotenschlag. Wieso macht Rotenschlag eigentlich keinen Schaden? Ich meine, es hat das Wort Schlag mit drin. Finde ich seltsam. Und das wäre fast ein Level Up geworden. Das ist seltsam, dafür habe ich gewonnen. Ja, passiert halt. So, das ist keine Trainerin, das weiß ich. Das da vorne ist aber ein Trainer. Hallo Raupi. Ach komm, noch ein Level. Und tschüss. Und? Krieg ich mein Level? Level? Ja, Level 10. Krieg ich eine Feuerattacke? Nein. Das ist Luxus. So, hier kann ich was fangen jetzt. Wie geht's meinem Pokémon? Ich glaube, da gehe ich doch besser erstmal vorher noch heilen. Ich glaube, dafür benutze ich die Speed-Taste. So.
So. Nicht, dass da irgendein komisches Pokémon ankommt und einfach mal mich knallhart knüppelt. So, da war ein Trainer, das weiß ich noch. So. Jetzt aber. Das erste Pokémon wird... Ein Knuffenser. Juhu. Ach. Besser als nichts, aber es ist schon auf Level 5. Das ist ja schon mal was. Und es kann Ratten-Nie. Das ist mir relativ egal, weil es nicht so viel Schaden macht. Probiere ich schon mal mit einem Pokéball. Schöne Animation. 1, 2, 3. Oh. Ich probiere noch einen Pokéball. Das Pokémon macht mir ja nicht besonders viel Schaden. Ah, sehr gut. Ich wollte es nämlich auch nicht wegcritten. Das wäre scheiß geworden. Bemerkt es etwas, das sich bewegt, schlingt es seine Ranke um dieses Objekt. Ja. Ja, ein Spitznamen. Ich nenne es weiblich. Ich nenne es einfach mal Carla. So, hallo Carla, willkommen im Team. Soll ich nochmal heilen gehen? Nee, das passt schon. Ich mache jetzt einfach die Austausch-Trainingstaktik. Du bist ein Käfersammler. Anstatt als Käfer-Pokémon traf ich auf einen Trainer. Ja, Uli. Tja, Uli. Du und dein Raupi, ihr seid gleich Geschichte. Was kannst du denn? Kannst du nur ranken hier. Ich glaube, es kann auch nur Tacklers Raupi. Ich guck einfach mal, wie viel Schaden das macht. Ja. Ah, 2 KP. 4, wenn es ein Volltreffer ist. Das passt. Noch ein Rattenhieb und dann gleich noch einer und dann ist es tot. So. Mir gefällt ja die Musik hier in dieser Generation. Ich glaube, ihr könnt es besser genießen, wenn ich dann jetzt nicht immer mitsinge. So. Ich will Glut haben, verdammte Scheiße. Ach da. Ich habe nur gerade kurz das Telefon gesucht. Ich erwarte nämlich irgendwann den nächsten Anruf. Also. Ah, du bist so stark. Ja. Ich weiß. Soll ich nochmal ins Pokémon Center laufen? Nee, das passt schon so. Das passt. Aber hier kann ich ja noch ein Pokémon fangen. Hallo. Dunkelhöhle. Wenn ein Pokémon für Licht sorgen könnte, würde ich sie erforschen. Ich glaube, da gibt es aber nur Dummiesel. Ist aber auch immerhin etwas. Ich weiß aber nur nicht, auf welchem Level die alle sind. Einen Moment, bitte.